Welcome back, liebe Community, hier in meinem RonReview-Channel. Ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Channel News 04 2018. Was erwartet euch in den nächsten Minuten? Ich habe erste Bilder von McLaren GT3 Wheel im Netz entdeckt. Darüber möchte ich ein paar Worte verlieren. Vive Pro, der große Release. Erste Reviews sind im Netz aufgetaucht. Das Feedback aus der Community, auch aus meiner Community, ist da. Darüber ein paar Infos von meiner Seite. Ready Player One, der Film, der große Blockbuster, ging an den Start. Ich war im Kino drinnen, möchte Rückschlüsse ziehen, den Vergleich zum Buch, zur Romanvorlage herstellen. Channel-Erweiterung, das habt ihr euch im Community-Talk gewünscht. Einige von euch haben es aus dem Augenwinkel vielleicht erkannt. Ich habe neue Hardware für euch am Start. Die werde ich in den nächsten Tagen, Wochen für euch reviewen. Und das betrifft viele, vor allen Dingen Einsteiger für euch. Weiteres dazu später. Channel Support, ihr habt gebeten im Community-Talk, dass ich euch einen Channel-Support bereitstellen soll. Einigen von euch gefällt es hier sehr gut. Ich habe mir etwas einfallen lassen, wie ihr helfen könnt, unseren Channel voranzutreiben. Ja, und klar, am Schluss werden wir uns um die Auflösung unseres Gewinnspiels kümmern. Ihr wisst das, meine C64-Tasse, heute ist es soweit. Heute wird diese geopfert und einer oder eine von euch wird diese abstauben. Macht euch gemütlich. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Legt die Füße hoch und wir legen los. Thema Nummer 1, das Fanatec McLaren GT3 Wheel. Ihr wisst, dass das Wheel, das ich euch öfter angeteasert habe, ich bemühe mich, dieses zu Release in den nächsten paar Wochen möglichst bald am Start zu haben, um das Ding für euch zu testen. Und da hat der Tom79 die ersten Bilder im Netz entdeckt, so wie auch ich. Und er fragt mich, Ron, hast du das Ding schon im Einsatz? Bist du da schon am Testen? Wie sieht's denn da aus? Da muss ich dir sagen, Tom, und allen anderen, nein, ich bin kein Mitarbeiter von Fanatec, der solche Ware vorab bekommt, um diese testen oder unter die Lupe nehmen zu können. Und in diesem Channel, wo ihr diese Bilder entdeckt habt, das ist der Sim Racing Girl Channel, vielleicht kennen den einige von euch. Das wird auch in diesem Video explizit erwähnt. Sim Racing Girl bestätigt, dass sie ist eine Mitarbeiterin von Fanatec und klar hat sie da Zugang zu dieser Ware viel früher als viele anderen. Ich kann euch auch jetzt nicht sagen, ob andere Reviewer oder größere Channels als ich es bin, dieses Wheel bereits im Testlauf haben und die Reviews bereits vorab produzieren können. Ich kann das nicht, liebe Leute. Bei mir sieht es so aus, ich werde das Ding wahrscheinlich erst, so wie ihr, als Vorbesteller dann auf dem Tisch haben und das kann noch einige Wochen dauern. Ende April, ihr wisst, das ist kommuniziert, da müssen wir uns noch etwas gedulden. Thema Nummer 2, der Vive Pro Release. Ihr wisst, das Vive Pro ist vor kurzem an den Start gegangen und ich habe das in meinem Channel schon öfter berichtet. Ich werde auf diesen Vive Pro Zug im Moment noch nicht aufspringen. Ich habe die Pimax 8K gebackt, auf diese warte ich noch. Habe jetzt einige Infos und Reviews zusammengetragen. Auch ein Kumpel von mir, das muss ich euch vorausschicken, 99% seiner technischen Erfahrungen, die decken sich mit meinen. Sozusagen kann ich euch da Feedback geben, wie es dem ergangen ist. Und das wird auch wahrscheinlich meine Meinung sein. Ich habe nur hier einige 100 Kilometer zu fahren, um ihn zu besuchen. Das werde ich in Kürze nicht schaffen, aber trotzdem ein paar Worte dazu. Der Preis von 879 Euro, das hat einige von euch erschreckt und auch mich. Ich habe diese ganze Hardware, diese Peripherie noch nicht am Start. Da hat jetzt HTC Vive so ein Paket geschnürt für, ich glaube, um die 300 Euro. Da könnt ihr diese Peripherie, diese Lighthouse 1.0 Peripherie kaufen. Seid dann bei einem Gesamtpreis, ich glaube, von etwa 1200 Euro, um hier ready to go zu sein. Das erste Feedback von meinem Kumpel und auch aus der Community war etwas zwiespältig. Zum Start, gleich zu Beginn die ersten Testrunden mit der Vive Pro im Vergleich zu HTC Vive 1, die waren durchwachsen. Man sah weniger Screen-Door-Effekt, ihr wisst das, diesen Screen-Door-Effekt, den ich für euch mal erwähnt habe. Guckt euch nochmal mein Oculus Rift 365 Tage Review an, da habe ich euch so ein 1x1 aufbereitet, was denn das ist, wenn ich von Screen-Door-Effekt und Field of View, Eye-Tracking, Foveated Rendering und so weiter spreche. Ja, dieser SDE, der ist zurückgegangen, das ist bemerkbar, aber trotzdem im Hinterkopf war immer noch das etwas kleine Field of View von 110 Grad und ja, man fragt sich, hat sich dieser Riesenaufpreis für viele gelohnt? Das war etwas durchwachsen. Mein Kumpel hat gleich zu Beginn gemeint, naja, er wird das Ding wahrscheinlich gleich wieder zurückschicken. Doch mit etwas Abstand, 2-3 Tage darüber zu schlafen, steht für ihn jetzt und auch für viele anderen fest. Sie werden das Ding behalten und einfach aus diesem Grunde, weil der Step Back, also der Schritt zurück zu der grob pixeligen Auflösung, zu dem großen Screen-Effekt kaum mehr möglich ist, wenn man ein Headset oder ein HMD dieser Qualität am Kopf hat. Ja, das ist denkbar schwierig. Ja, die meisten bleiben dabei und irgendein Review hat es auf den Punkt gebracht. Vive Pro, wie kann man Vive Pro zusammenfassen? Das ist irgendwo Liebe auf den zweiten Blick.
Ja, wahrscheinlich wird es so aussehen. Ich bin gespannt, wie es mir damit geht. Ready Player One, ihr seht dieses Buch immer noch auf meinem Schreibtisch, ihr wisst das, ich habe diesen Roman durchgelesen, war geflasht, habe diesen in 3-4 Tagen verschlungen und jetzt ging der Film an den Start. Ein Film, auf den ich mich wahnsinnig gefreut habe, so große Freude wie bislang auf keinen anderen Film. Ich habe mich bemüht, keine Trailer oder Vorabinformationen, Spoiler mehr einzufangen und bin völlig unbeschwert in diesen Film hineingegangen. Was kann ich euch zu diesem Film jetzt sagen? Wie ist es mir gegangen? Hier ist mein Fazit. Ja, das muss ich euch fairerweise sagen, etwas zwiespältig. Eins vorweg, das technische Level dieses Films, das war klasse. Das war ein Niveau auf absolutem Best-Level, würde ich jetzt sagen. Diese gerenderte Oasis-virtuelle Realität, die war fantastisch. Also das kam richtig super rum. Da kann ich gar nichts bekritteln. Bezüglich der Story, da hatte ich ab und zu Bauchschmerzen. Ja, die driftet oftmals von der Buchvorlage ab. Da waren einige Handlungsstränge, die waren ziemlich verzerrt oder verdreht. Die kamen so im Buch gar nicht vor. Es war irgendwie dann, wie wenn ich ein anderes Buch gelesen hätte. Klar, das Rohkonstrukt der ganzen Story war das gleiche. Aber da war ich doch etwas, ein wenig enttäuscht. Und unterm Strich war es für mich ja sehr viel Popcorn-Kino. Ja, was erwartet man sonst? Das ist ein Steven Spielberg-Film, ein Riesen-Blockbuster. Da geht es um viel Popcorn-Kino, wenn ihr mit dem Begriff etwas anfangen könnt. Ich hätte mir das Ganze etwas düsterer, etwas ernster vorgestellt, erwartet. Meine Bilder im Kopf, im Buch dazu waren irgendwie andere. Und ja, trotzdem zum Schluss kann ich eine Empfehlung geben, hier reinzugehen. Die kann ich auf alle Fälle. Schaut euch diesen Film an. Mein Kumpel, mit dem ich drin war, der meinte auch, na toll, dann hat man hier auch abweichend zum Buch eine bisschen andere Story. Das schaut dann ganz anders aus. Das ist ja auch nicht so schlecht. Dem kann ich auch etwas abgewinnen. Aber noch einmal, technisches Bestlevel, wenn ihr virtuelle Realität geboten bekommen wollt. Vielleicht, wenn ihr Leuten, die noch nie mit VR etwas zu tun hatten, vorher so ein HMD auf den Kopf setzt, denen mal zeigt, was da möglich ist und anschließend den Film guckt, dann kommt das Ganze sicher noch viel besser rüber. Ich glaube nicht, dass dieser Film Virtual Reality einen Riesenschub geben wird. Das denke ich nicht, aber er kam gut rüber, er wurde nicht total verrissen, total verkitscht. Es war okay in meinen Augen. Ich würde geben eine 6, eine 7 von 10. Das wäre so meine Kinowertung. In unserem nächsten Punkt geht es um unsere Channel-Erweiterung. Ja, ihr habt das in den Community Talk oftmals geäußert. Ron, wie sieht's denn aus? Kannst du neben Fanatec, Oculus Rift und diesen Sachen auch etwas anderes testen? Und ja, ihr habt das in diesem 1000 Abonnenten Special vernommen. Ich hatte ehemals Logitech Sachen, Thrustmaster und so weiter am Start, nur die habe ich eben schon verkauft vor langer Zeit, weil da hatte ich noch keine Community hier bei YouTube am Start. Und jetzt ist es wieder soweit. Ich habe etwas Verrücktes gemacht. Ja, da könnt ihr jetzt den Kopf drüber schütteln oder lachen oder euch freuen. Ihr seht das hier, ich schnapp mir das Ding jetzt. Ich habe ein Logitech G29 geordert. Warum? Wieso? Ich habe das Ding gekauft, mir bei Amazon im Ostersale für 199 Euro. Ich hätte vorher Logitech kontaktiert, ob die mir etwas unter die Arme greifen wollen. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben mir abgesagt und haben mir gedacht, scheiß der Hund drauf. Ich kaufe jetzt das Ding, um für euch auch Einsteiger-Setup reviewen zu können. Gran Turismo Sport werde ich mir unter die Lupe nehmen. Was erwartet euch noch? Oder für wen ist das Ganze interessant? Also erstmal für Einsteiger. Das G29 ist einfach ein Wheel, das sich über die Jahre etabliert hat am Markt. Da, glaube ich, können viele von euch etwas damit anfangen. Und viel wichtiger, wenn ihr mit Logitech G29, G27 oder noch G25 Thrustmaster T300 unterwegs seid, dann kann ich für euch jetzt den direkten Vergleich ziehen. Ihr wisst das, hier habe ich ja meine CSL Elite auch noch am Start. Was kommt raus, wenn ich den doppelten Preis in die Hand nehme und hier upgrade? Ich werde mir auch das Ding schnappen, hier auf meinen Rig knallen und euch bei Assetto Corsa den 1:1 Vergleich liefern. Wie sieht's denn aus? Was kommt dabei rum? Ich glaube, interessant für viele von Einsteigern bis zu Upgrade-Willigen. Und auch für die Hardcore-Enthusiasten, für euch, bitte liebe Leute, wisst ihr, ihr habt im Umfeld vielleicht viele, die sind noch irgendwie mit der Tastatur oder mit Gamepad bei Simracing Games unterwegs. Und denen könnt ihr dann auch sagen, hey, hier ist ein Channel, ein Typ, der hat das getestet, hol dir ein G29 für 200, 250 Euro oder gleich CSL Elite. Ja, gebt da Empfehlungen ab, ich bin gespannt, was ihr hierzu sagt. Meldet mir bitte in den Kommentaren rück, was ihr da sehen wollt in Zukunft. Und ich freue mich, dass ich das Ding am Start habe. Zum Abschluss, liebe Leute, ich war geflasht von eurem Feedback des 1000 Abo Specials. Lest euch das einmal durch und ihr wisst das, wenn man solch ein Feedback bekommt, dann ist es für so einen kleinen Channel wie mich
ihm eine Freude weiterzumachen. Ich bin mit einem Fulltime-Job, mit vielen privaten Verpflichtungen, mit einem Sport, der als Hobby etwas über Simracing sogar steht, voll eingedeckt und ja, ich kehre immer wieder gerne an den Tisch zurück für euch zu reviewen, wenn ich solche Rückmeldungen bekomme. Und jetzt haben sich einige, ich blende euch jetzt einiges Oberlay mit ein, gewünscht, diesen Kanal zu unterstützen. Mir fällt nichts anderes ein, als über Patreon das zu machen. Das machen viele YouTuber, viele Künstler machen das so. Ihr könnt hier diverse Modelle wählen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich mit 1 Euro pro Monat unterstützen, um eben solche Sachen zu machen, wie mein Portfolio zu erweitern, wenn Firmen mir eben nicht unter die Arme greifen wollen. Da würde ich mich besonders darüber freuen. Ihr seid mit 1, 3, 5 oder wer zu viel Geld hat und sagt, mir ist das Ganze egal, ich hau jetzt einen 10er für den Ron raus im Monat, dann könnt ihr das gerne machen. Weiter möchte ich euch sagen, ihr könnt dieses Abo natürlich jederzeit kündigen, dass ihr könnt 1 Euro hier mir spenden und dann sofort wieder rausgehen. Dann ist das erledigt und ganz wichtig. Ihr wisst, dass in meinem Channel habt ihr Mitspracherecht. Ihr bringt Vorschläge, ich versuche die umzusetzen und das ist völlig unabhängig davon, ob du mir einen 10er im Monat dalässt oder sagst, nein, keinen Cent, mir ist das eben nicht wert, ich möchte das nicht machen. Wenn ich das immer machen würde, dann hätte ich bald kein Geld mehr bei guten YouTubern. Das ist für mich völlig gleich, liebe Leute. Der Channel, die Qualität unseres Channels wird sich dadurch nicht ändern. Das Einzige, was sich eventuell ändert, wenn etwas zusammenkommt, ich kann eben Sachen kaufen, die ich nicht wirklich benötige, um mehr zu reviewen und etwas mehr aus unserem Kanal rauszuholen. Und abschließend, liebe Community, ich stehe zu meinem Versprechen aus dem 1000-Abo-Special. Meine liebe C64-Tasse wird den Besitzer, die Besitzerin wechseln. Die könnt ihr nun gewinnen. Oberli hier, den YouTube-Random-Comment-Picker, den habe ich mir hierher geholt. Kopiere unsere URL des letzten Videos mit rein und lade jetzt mal eure Comments. Viele Kommentare, fantastische Kommentare, ich bedanke mich dafür. Und der oder diejenige, die jetzt gewählt wird, die wird meine Tasse abstauben. Die suchen wir jetzt. 3, 2, 1, es wird spannend. Armin Löwenstein, ein Comment. Da gratuliere ich dir, lieber Armin, du hast meine Commodore C64-Tasse gewonnen. Das Einzige, was du jetzt nur mehr machen musst, ist hier in meinem Channel. Ich zeige das dir hier. Wenn du auf meiner Channel-Startseite bist und hier rechts auf den Reiter Kanal-Info klickst, dann hast du hier einen Button. Hier steht Nachricht senden. Du musst bitte hierzu mit deinem YouTube-Account mit demselben Namen, selben Avatar eingeloggt sein und mir hier eine Nachricht senden. Da schickst du mir einfach Name, Adressdaten und diese Tasse geht dann alsbald auf den Weg zu dir. Gratuliere, lieber Armin. Ja, liebe Community, unsere Tasse wird den Besitzer wechseln. Vielen Dank fürs Dabeisein in den letzten Wochen, Monaten. Ich bin so froh, euch mit am Start zu haben und es wird Zeit für mich rauszugehen. Für mich jetzt ganz wichtig zum Schluss. Wir haben viel über das McLaren GT3 Wheel gesprochen. Wir haben über die Vive Pro, über den Release geredet. Wir haben über Ready Player One gesprochen und über die Erweiterung unseres Portfolios in unserem Channel. Liebe Leute, bitte nutzt hier unterhalb bitte die Kommentarfunktion. Ihr wisst das, ich nehme eure Kommentare ernst. Ich möchte den Channel vorantreiben. Und wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, ich zeige euch das nochmal oberlegt. Ihr könnt hier über Patreon was machen. Ich werde das nicht euch ständig vor die Nase halten oder so wie eine Karotte in ein Goal zu fixieren. Das ist völlig uninteressant für mich. Macht das, wie ihr wollt. Und wenn nicht, das ist mir ganz egal. Ich bleibe deswegen trotzdem weiter am Ball. Vielen Dank für euer Beisein. Das ist mir das Wichtigste. Ein kleiner Like, der dauert für euch eine Sekunde. Und wenn es euch gut gefallen hat und ihr weiter mit Infos am Start sein wollt, ihr wisst, dass McLaren GT3 will, dann plane ich eben diesen G29 CSL Elite PS4 Content. Dann Pimax 8K sollte bei mir eintrudeln. Viele andere Sachen. Vielleicht mache ich doch mal was mit Vive Pro, wenn ich es nicht mehr erwarten kann. Oder doch etwas mit Samsung Odyssey. Keine Ahnung. Ich halte euch am Laufenden. Assetto Corsa Competizione dieses Jahr 2018. Da sind wir voll mit Content. Ich freue mich, euch diesen reviewen zu dürfen. In der Mitte erscheint der kleine Subscriber-Button. Klickt drauf, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich gehe raus und freue mich auf unser nächstes Review. Liebe Grüße von eurem Ron.